In dieser Woche gibt es bei der Abda in der Berliner Jägerstraße nur ein Thema: die Umsetzung der Notdienstpauschale. Seit Montag ist ein erster Entwurf des Apotheken-Notdienst-Sicherstellungsgesetzes bekannt. Insbesondere bei der Beteiligung der Selbstzahler gibt es aber noch viele offene Fragen. Fest steht, dass der Apothekerverband viele neue Aufgaben bekommen soll. DRV-Chef Fritz Becker ist aber optimistisch. Wir werden die Notdienstpauschale umsetzen. Es sind sicherlich noch einige Haker drin. Da müssen wir noch reden mit dem BMG, aber wir werden das umsetzen. Laut Gesetzentwurf soll der DRV jede Apotheke auffordern, ihren Selbstzahleranteil am Notdienstfonds zu überweisen. Noch steht aber nicht fest, wie das System genau funktionieren soll. Da sind wir jetzt natürlich im Gespräch mit dem PKV-Verband, mit Cäsar. Wir versuchen hier eine möglichst einfache Lösung zu schaffen. Cäsar muss Daten liefern, vor allen Dingen Daten von den Privatrezepten, die die Versicherten eben eingereicht haben. Das BMG will dem DRV die hoheitliche Aufgabe zukommen lassen, den Fonds zu verwalten. Becker freut sich über diesen Vertrauensbeweis. Der DRV ist natürlich zum ersten Mal im Gesetz verankert, wenn Sie so wollen, eine Aufwertung. Becker sieht in den neuen Aufgaben auch Chancen für die Zukunft. Ja, ich denke, es ist eine neue Herausforderung. Das kann natürlich auch Möglichkeiten geben für später. Ich denke zum Beispiel an die Honorierung von Sonderleistungen. Der DRV soll die Zahlungen der Apotheken kontrollieren. Überweisen die Apotheker zu wenig, soll der Verband sogar die Büroräume der Pharmazeuten kontrollieren. Aus Beckers Sicht sind diese Maßnahmen aber gerechtfertigt. Ja, wir müssen hier natürlich einen Weg finden, um eine Kontrolle zu machen. Es kann ja nicht sein, dass einige nur vom System profitieren und nichts ins System einbezahlen. Dass einzelne Apotheker sich über die Funktion des DRV beschweren, hofft Becker nicht. Wir wollen das ja so einfach wie möglich gestalten, so transparent wie möglich. Und deswegen hoffe ich, dass es zu keinen Klagen kommt. Eine große Sorge der Apotheker sind die Verwaltungskosten. Becker verspricht den Pharmazeuten aber, effizient zu arbeiten. Es wird auf gar keinen Fall so hoch werden wie bei der KV in der Umsetzung. Also dafür stehe ich, dass wir so verwaltungsschlank wie möglich das machen werden.